Herzlich willkommen zur nächsten Episode The War Z, wieder mit Maru und mir. Erstmal hallo. Hallo. Ihr habt ja gesehen, dass ich in der letzten Episode erschossen wurde. Dafür wurde mein Banditen oder mein Mörder von einem Hacker erschossen. Haha, so ist das. Ich habe mir jetzt hier wieder so einen neuen Charakter erstellt mit dem neuen Charaktermodell. Ja, okay, ihr seht ihn jetzt nicht, weil ich mir eine Kürbislaterne gekauft habe und die aufgesetzt habe. Also ich habe noch nicht gespielt. Ich habe den Charakter einfach mit meinem echten Geld sozusagen ein bisschen equipped, weil es wird ja, wenn das Spiel dann offiziell losgeht, ja eh wieder zurückgesetzt. Deswegen, auch wenn ich jetzt wahrscheinlich wieder mal sterben werde, hat es sich für mich gelohnt, hier so einen Metall-Baseballschläger und eine Kürbislaterne zu kaufen. Und ich bin in der Safe Zone gespawnt, also ich bin hier nicht hingerannt. Ja. Gespawnt. Und ich lebe ja noch, ich bin noch bei Smallville. Also ein bisschen andere Richtung, das heißt, ich darf wieder durch Smallville durch. Na gut. Und halt jetzt ganz unten links. So, gucken wir erstmal in den Trailer hier rein. Im Warten wieder, wenn ich außerhalb der Safe Zone. Bestimmt. Okay. Ich mag die Lichteffekte. So, not gonna get me. Auch zuschlagen hier. Okay, Zombie. Du hast in letzter Weise schon dein Gehirn aufgelegt. Danke. Hier war die Post auch nicht da. Jetzt habe ich gerade dahin gelegt. Nee. Enttäuschender Ort hier eigentlich. Oh, hinten an dem Auto könnte was sein. Das ist nur die eine. Eigentlich ist die Kürbislaterne voll der Fluch, denn wenn ich die jetzt auf habe und mich sieht einer, wird er mich auf jeden Fall umbringen wollen, weil er sie aufsetzen will. Dann setzt er sie auf und dann denkt der Nächste sich, dass er ihn umbringen wird, weil er sie aufsetzen will. Oh, wird der schwarz gewesen, wäre das Philip Banks. Aber mir gefallen, dass sie viele verschiedene Zombie-Models hier reingebaut haben. Immer wieder neu, es gibt jetzt einen mit so einem grünen Hemd, der ist neu. Ich habe hier so einen Schokolade. Mann. Ah. Du bist auch nur Fernglas. Ja. Oh, hi. So, wir schauen mal, dass wir da hinten in die kleine Stadt kommen, die jetzt eigentlich hinter dem Hügel liegen müsste. Oder liegt in die Richtung? Gehst du jetzt erstmal nach rechts unten, oder was? Ne, ich laufe in die Mitte. Zu White Man Nourish, oder was? Ne, ich sehe High Range und dann diesen Oaks Tunnel. Ah, dann treffen wir uns am Tunnel. Hier ist die kleine Stadt. Hier durch, hier lang und dann hier rum. Die einzige Stadt, die nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Ah, ob ich hier durchkomme? Ich glaube schon. Das neue Anti-Cheat-Tool, was hier heute reinkam, bringt nämlich gar nichts. Den ersten Hack habt ihr schon gesehen. Naja, zurzeit haben sie ja eher nur Detection. Ja, dann sollen sie jetzt hacken, mit der ganzen Hack schon nicht mehr funktionieren, wenn das Spiel dann wirklich startet. Selber schuld. Duck dich nicht mal weg, du mal Zombie. Ja, ich sehe auch, dass ich fast am Verdursten bin. So, beobachten wir erstmal die Stadt. Da haben wir noch ein Fernglas gefunden. Nein, das war nicht das Fernglas. Mal sehen, ob der Metall-Baseball-Schläger leistet richtig gute Arbeit. Brauchst du weniger als drei Schläge? Ich habe mit zwei, aber auf den ersten. Oh.
Auch eine sehr große Hitbox, würde ich sagen. Nämlich jetzt mal eine Pickaxe. Die ist cool. Die hat eine 4-Jahre Reichweite, also gefühlt zumindest. Loculus. Juice. Ich glaube, ich ziehe die Mossberg lieber, falls irgendwo ein Spieler sich versteckt. Oh, Wasser. Brauche ich noch Platz für Wasser? Nee. Dann schmeiß mir doch das Fernglas weg. Bringt eh nix. Oh, endlich. Oh. In einem Schluck ein ganz Liter Wasser weg. Ja, wir waren durstig. Auf jeden Fall brauche ich jetzt immer drei. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt immer den Kopf getroffen habe. Auf jeden Fall, so mit drei Schlägen fällt er auf jeden Fall und dann brauche ich mit dem Hammer manchmal mehr. Also ich habe jetzt die ganze Zeit Thomas auch mit drei Schlägen auf den Kopf gekillt. So, ich würde sagen, das, dann das, dann das, dann das, dann die Küche. Dann hol ich mal Geld drum. Der ist neu, der hier, der ist auch neu. Zum Oh, Chips, perfekt. Mampf. Mampf. Einen Rucksack könnte ich gebrauchen. So, ziehen wir erstmal noch rein. Nutzen wir den Medic-Trick, wenn wir gegen irgendjemanden kämpfen, der keine Instant-Kill-Waffe hat. So, mal gucken, wie viel wir angelockt haben. Jetzt ziehen wir mal in Richtung Tunnel. Oder ich gehe mal hoch zur Range. Oder zur Range, wenn ich da hochkomme. Ich bin auch in Smallville, die ganze Zeit. Oh, da bewegen sich viele, aber die rennen nicht. Oh! Essen. Hat das irgendjemand gehört? Oh, das ist auch den Spieler. Painkillers. Bandagen. So, hier hoch kommen wir auf jeden Fall. Ich guck nur, dass wir auf der Range auch wieder rauskommen. Mal gespannt. Steine, unüberwindbare Hindernisse. Oh Gott. Keine schnellen Bewegungen. Böse zu. Eigentlich müsste ein Polizist zu mir Munition dafür meine Pistole dabei haben. Bei diesem Berg müssen wir sehen, eine Range. Ein Hammer, Saft, Painkillers. Body Range. Ranch. Hilft der M9 hier jetzt eigentlich wirklich gegen Kopfschüsse? Der macht auf jeden Fall Rüstung, ja. Okay. Oh shit, da müssen wir auch noch rein. Gibt hier eine Scheune, ein Auto und eine ganz kleine Ranch. Und fiese Berge, wo man nicht runterkommt.
Ah, ich traue der Stadt hier nicht. Der Ruhe. Oh. Das ist eine Falle. Der Rucksack. Könnte zwar wehtun, aber müsste überlebbar sein. War auch das noch zu hoch vielleicht. Überleben müsste er den kleinen Absprung. Also hier wieder auf jeden Fall rutschen. Ja. Also der Supermarkt hat sich dies. Das ist ein Spieler. Okay. Oh, geil. Er hat sogar eine Pistole. Das ist sein Inventar. Dann sein Inventar oder schreibt. Meine Chance. Hau ihn um. Obwohl. Jetzt haben wir Platz. Bin. Yay. Kann man jetzt eigentlich wieder gechattet oder so. Er hat sich sogar einmal umgedreht, nur leider in die falsche Richtung. So, jetzt ist mein Leben wertvoll geworden. Ich habe ein großes Jericho Backpack. Hatte. Ja, ich habe jetzt auch eine Jericho mit Munition. You were killed. Oh, nichts machen, Boy. Kann man jetzt eigentlich Waffen auf den Kriegsort legen? Das habe ich gerade schon gemacht, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. So, jetzt haben wir eine Knarre. Nee, kann man immer noch nicht. Soll ich jetzt guck mal. Really, you killed me while I was typing. You pumpkinhead. Pumpkinhead Mörder werde ich. Ich habe letztens auf Halloween so einen Film gesehen. Jetzt bin ich mir hundertprozentig sicher, dass die beiden neuen Models noch nicht komplett im Spiel sind. An der Pistole fehlt jetzt meine Hand auf jeden Fall, weil die Pistole fliegt. Dann kannst du die Waffe wechseln, kurz in der Ebogen-Perspektive. Ich habe ja nur Baseballschläger. Ach so. Weil auch da ist keine Hand dran. Ja, das liegt daran, dass wenn du in der Ego-Perspektive bist, musst du die Waffe einmal wechseln, bevor du das siehst, hab ich auch, sonst. Obwohl, du siehst die Pistole, ne? Bei mir ist es komplett unsichtbar. Nee, ich sehe die Pistole, aber sie fliegt halt. Also ich war mir ja bei der Seiger war ich mir schon unsicher, dass das so aussah. Zumindest die Schrotflinte. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich die Pistole in der Hand behalten soll, oder lieber den, ich glaube den Hammer weiter. Pumpkinhead Mörder hat zugeschlagen, ja, hab ich genau, ich hab sogar gewusst, dass er am Schreiben war. Ich bin stehen geblieben, er schreibt. Ja. So, ich bin jetzt Meister Medic, ich darf jetzt nicht mehr sterben. Oh. Schade, dass die Kriegslot immer noch nicht funktionieren. Oh, habt ihr es gehört? Funktionieren ja, nur nicht mit Waffen. Ja, aber das wäre jetzt für mich ziemlich wichtig. Jetzt. Ich würde das nicht wichtig finden, ich würde das overpowered finden. Dann kannst du dir 5 AKs in die Kriegslots legen. Ah, stimmt, das muss ich nachladen. Um nachzuladen. Okay, ihr habt die Schüsse auch gehört. Also heißt das jetzt lauern. Mein Handy wieder. Ist weiter weg. Okay, wo kann die Schüsse hin? Die kommen aus der Richtung. Hammer brauche ich nicht, aber besseres. Eigentlich müsste ich mich jetzt. Ich glaube, ich ziehe mich in die Kirche zurück. Wieder immer noch, also man hört immer noch das. Ich hab's bei dir. Es sendet auch gar nichts, das Mistding. Sind immer, ein Handy sendet immer. Ohne Empfang? Painkillers. Painkiller brauchen wir im Spiel, glaube ich, auch noch gar nicht, oder? Machen genau das gleiche wie alle anderen medizinischen Sachen. Nichts, weil du ja nicht infiziert werden kannst? Die hier in dich. Da ist der neue Zombie wieder in seinem grünen Hemd. Stirb. Bis auf diese hier, die Vaccines machen alle genau das, was dran steht. Die hier nicht einfach. Oh, Can of Tuna. Ich hab keinen Platz im Rucksack. Das ist ein Sonnenstrahl. So, ich sehe ihn nicht. Er hat einmal geschossen, das heißt, er hat auf jeden Fall eine Waffe. Ich glaube, ich mache jetzt einen Sprint zur Kirche. Da habe ich nämlich dann die Wand im Rücken. Ein schönes Haus und da kommt die Polizei. Machen Sie die Musik leiser. Nein.
Wo bist du? Bin an der Hilly Nee, Billy nicht du, Ranch. ich meine den Typen, der hier rumgeschossen hat. Okay, jetzt habe ich ganz viele Zombies angelockt, aber ich werde immer über Zäune springen. Oh, der hat Geld gedroppt. Yeah. Wieder zurück. Scheitert das Leben, ja, mit Geld auf der Straße. 62 Tacken hat er in der Tasche gehabt. Ich glaube, ich ziehe mich lieber zurück. Ich will mich nicht auf den PvP-Kampf einlassen, solange ich nicht die Überhand habe. Ganz viele Polizisten sind hier auf der Ranch. Kann man schön dahinter auch Schlachten machen. Über die ganze Ranch. Oh, nehmen wir die Flair mit, wir haben ja noch einen Platz. Oh, er legt sich mit drei Zombies gleichzeitig an. Was ein Killer. Jawohl, und da liegt schon wieder Money. So, gucken, bewegt sich irgendwas hier auf der Straße, bevor ich mich hier in die Unsicherheit begebe. Nochmal $54. Okay, jetzt haben wir Deal. Oh, hier kommen ja immer mehr. Ach, hier sind übrigens auch mal tote Tiere. Zum ersten Mal gesehen, jetzt übrigens. Ah, ich habe schon mal eine halb aufgefressene Kuh gesehen. Hier sind ganz viele auf der Ranch. Okay. Wir ziehen weiter zum Tunnel. Ich würde ja lieber rennen, aber ich habe keinen Bock PvP-Kampf mit 5 Zombies dann noch. Der Metall-Baseball-Schläger hat auch schon gelohnt am Anfang. Oh, da liegt auch noch mal Geld, das habe ich vergessen mitzunehmen. Oh Gott, ich möchte lieber eine Rückendeckung wieder haben. Treffen wir uns dann. Wo genau bist du denn jetzt hingelaufen? Lauf zu dem Tunnel. Okay, ne, ich bin noch in Smallville wegen dem Schützen. Oh, Risiko, ich brauche noch was zu essen. Und zu trinken. Dich nehme ich mit. Oh, dich auf jeden Fall mit. Lauf mal neben dem Haus, der Part ist zu Ende. Ah, perfekt, stehe ich gerade, sammle ich noch alles ein. Alles klar, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.